Sehr schön. Damit haben wir das nächste Level zu 100% abgeschlossen. Kommen wir wieder zurück. Und dürfen sie... Au! Sag mal! So. Na, Sparks, wolltest du nicht den Schmetterling hier fressen? Schau mal. Danke. Gut, dann ab ins nächste Level. Und zwar nach Klippenstadt. Können wir dann auch gleich mal gucken, ob wir in Klippenstadt einen Fähigkeitspunkt uns ergattern können. Das wäre auch noch gut zu wissen. Okay, wer bist denn da du? Okay, Handbuch zuerst gucken. Klippenstadt, luftige Höhlen, Dr. Schemp, Wirbelfiel. Klippenstadt sehe ich hier nicht. Okay. Ich hätte mir fast übersehen. So. Zuerst den Weg hier mit. Da oben sieht es so aus, als könnten wir auch noch hoch, aber wohl vorerst noch nicht. So. Bin gelöst. Oh. Das war gut zu wissen. Dass hier auch Edelsteine rauskommen können. So, wie viel haben wir eigentlich? 3 Drachen, ein Ei und 400 wieder. Gut, einen Drachen sehe ich schon. Komische Typen. Bilden sich was drauf ein, weil sie einen Metallumhang haben. Aber wir befreien dafür Halvor. Wie soll man eine Metallrüstung mit Flammen angreifen? Denk dran, Spyro. Flammen nützen nichts gegen Metall. Aber ein Angriff mit deinen Hörnern sollte wirken. Ja, der Hinweis kommt reichlich spät. Mensch. Du schon wieder. Na, kommst du wohl her? Nee, 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 nee. Da müssen wir ja. Das ist sehr kurzer Laufweg. Da müssen wir vielleicht irgendwie anders entgegenkommen. So in etwa. Wunderbar. Drachenei Nummer 5. So. Hätten wir die zwei Kollegen hier auch weggefegt, dann wollen wir hier noch nach oben. Da oben sehe ich eine Rakete. Kommen die. Sieht nicht so aus, dass wir, als ob wir da schon rankommen. Die können wir doch bestimmt anzünden. So, hier nochmal 3 Edelsteine mehr. Haben wir hier noch ein paar Kisten. Und schon sind wir über einem Viertel gesammelter Edelsteine drüber. 17 Leben. Das schadet auch nicht. Hier haben wir auch nochmal 2. Hey, wäre ich da nicht random gegengelaufen, hätten wir diese Edelsteine niemals gefunden. Aber gut, kann nicht alles so einfach sein, nicht wahr?
So. Ah, hier brauchen wir wieder, oder? Brauchen wir hier, nee, wir brauchen hier keinen Schlüssel für. Das sieht so aus wie die Kisten, die wir mit den Kanonen kaputt geschossen haben. Aber wo kriegen wir jetzt eine Kanone her? Ah, vermutlich mit der Rakete da drüben. Die ist zumindest so ausgerichtet, als würde das funktionieren. Achso, wir hätten nur das Feuer anzünden müssen. Wir hätten gar nicht gegenlaufen müssen. Ah. Wieder was dazugelernt. Okay. Drache Nummer 2, Enzo. Hey, was ist auf der anderen Seite vom Fluss? Gleite doch hin und finde es heraus. Ja, da wollen wir auf jeden Fall hin, aber zuerst wollen wir hier auf das Dach. Ja, wusste ich's doch. Das habe ich mir gleich gedacht. Und wir haben sogar einen Fast Way nach oben freigeschaltet. Wunderbar. Oh, da waren 25 drin. Das war nicht wenig. Moment. Und... Na. Gut, bevor wir nach Hause gehen, haben wir natürlich noch ein bisschen was zu erledigen. Zum Beispiel auf die andere Seite des Flusses gleiten. Das ist eng. Hui. Komische Geier. Ihr seid wahrscheinlich die natürliche Levelbegrenzung. Ja, okay. So. Ein Haufen Geier hier sind hier. Das ist auch schon alles. Und ein letzter Drache, der uns noch fehlt. Der muss hier auch sein, da vorne nämlich. Gut, 305. Ein paar grüne sehe ich hier noch. Trotzdem müssen das noch 400 ergeben. Hm. Na, mal gucken. Hallo Marco! Du bist am höchsten Punkt der Klippenstadt. Von hier aus kannst du fast jeden Ort erreichen. Ich würde den Wirbelwind da drüben nutzen. Naja. Da oben wollen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Und wir können da jederzeit wieder hoch durch den Wirbelwind. Das ist auch sehr angenehm. Dann nehmen wir zuerst mal die hier kurz mit. Dann können wir hier in den Wirbelwind gleiten. Hier wieder hoch. So, und dann einmal mit viel Schwung. Nope. Ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr gezielterem Flugansatz. So, jetzt aber. Wunderbar. So, da waren wir schon mal. Uns fehlen trotzdem noch ganze 55 Edelsteine. Könnten die denn noch sein? Ah, da drüben sehe ich noch ein paar Kisten. Wir kommen von hier aus fast überall hin. Ja, hätte man den... Oh, hätte man den Flug nicht zu früh unterbrochen. Mein Fehler. So. Das sind wieder 20 mehr. Fehlen uns trotzdem immer noch 35. Oder sehe ich... 1, 2. Nur noch 33. So. Sehen wir da sonst noch irgendwo ein paar Edelsteine, wo wir hingleiten können? Von hier drüben vielleicht. Ah, hier kann man nicht durch. Da hinten, wusste ich es doch. Das hat so ausgesehen, als ob man da hinkäme. So. Das sind wahrscheinlich nicht zu viele.
Da waren 25 drin. Das hat gereicht. Okay. Damit haben wir 100% des Levels abgeschlossen. Wunderbar. Dann müssen wir ja nur noch zurück zum Ausgang des Levels und dann wieder zurück in die Hubworld. So, ja, können wir gleich von hier oben ausgleiten. Ne, nicht ganz gereicht. So. Auch das nächste Level zu 100% abgeschlossen. Wunderbar, so muss das sein. Jetzt haben wir 2000 Schätze gesammelt. Das ist stark. So. Euch gleich mal Feuer unterm Hintern machen. Schön Angst vor mir haben. Wunderbar. Kurz mal ins Handbuch geguckt. Die Artisanenwelt haben wir 100%ig abgeschlossen. Und hier sieht es auch gar nicht so schlecht aus bis jetzt. Dann so. Erinnere ich mich hier noch an ein Level. Dr. Shemp. Und hier, das weiß ich, haben wir einen Fähigkeitspunkt. Perfekt. Ich frage, ist Dr. Shemp schon der... Das klingt so nach dem Endgegner der Welt. Dr. Shemp klingt sehr nach einem Endgegner. Den würde ich natürlich erst ganz zum Schluss machen wollen. Dann gucken wir mal weiter. Nachtflug. Das ist wieder so ein Fluglevel. Das klingt doch absolut nach einem wunderschönen Level, das wir uns zu Gemüte führen können. Nach dem Sonnenflug in den Nachtflug. Und ich habe keine Ahnung, was wir alles erreichen müssen. Also, außer, dass wir wieder Gegenstände sammeln müssen innerhalb eines Zeitlimits. Okay. Gleich mal geguckt. Wir haben hier keine Übersicht. Okay. Aber ich sehe hier zumindest schon mal Ringe. Das ging sehr schnell. Dann haben wir hier wieder Kisten. Oh, wo auch immer die nächste ist. Ich hoffe, ich habe keine verpasst. Gut aus. So, ah ja, da haben wir hier wieder ein paar Torbögen. Dann fehlt trotzdem noch ein Gegenstand in der, im Regelfall. Und was wird das sein? Leuchttürme. Oh nein. 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 Ah. Lichter anmachen. Okay. Die waren sehr unscheinbar. Die sind, ist mir nur aufgefallen, dass ein, zwei Mal schon an einem vorbeigeflogen sind. So gefühlsmäßig. Okay, neuer Versuch. Wir müssen natürlich alles auf Anhieb schaffen. Mal gucken, ob wir hier Leuchttürme. Nein, oh Gott. Ich dachte, vielleicht können wir den gleich mitnehmen. Okay, Moment. So, einmal umgekehrt. Okay. Das hat Zeit gekostet, aber es ist nichts unmöglich. Nichts unmöglich. Ich meine, die Reihenfolge, wie wir das Zeug angehen, ist eigentlich relativ klar. Oh, wow. Okay. Komm, wir versinken gleich im Wasser. Hey, hey, hey. Neuer Versuch. So ist das halt, wenn man die Level halt nicht gerade vor einer Stunde gespielt hat. Nur weil die Aufnahme verkackt wurde. Ja? Jetzt sehen wir, wie sich das normal anfühlt. Und genauso war es auch bei der ersten. So, ich habe keine Ahnung. Gefühlt ist das vielleicht ein bisschen schneller, wenn wir so ein bisschen gefühlt nach vorne dashen. Ich kann mich natürlich auch komplett irren und das ist viel langsamer.
So. Das geht auf jeden Fall hier ganz schön eng zu. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Oh, das geht ganz knapp raus. Eieieiei. 2,2 Sekunden vor Schluss. Kann man schon mal, entspannter lösen. Aber ich würde behaupten, wir haben insgesamt alles geschafft und haben auch hier 100% des Levels erreicht. Weitere 300 Edelsteine für unser Konto. Bei 2300 sind wir. So, wir gucken nochmal ganz kurz nach. Nachtflug 100% erreicht. Wunderbar.